Dafür, dass wir sie täglich in der Hand haben und unseren Alltag ohne sie nicht meistern können, also dafür wissen wir ziemlich wenig über sie, über unsere Münzen und Euroscheine. Oder wissen Sie, welche Bauwerke und Personen auf unserem Geld zu sehen sind? Wir haben den Test gemacht. Der Euro, seit 14 Jahren unsere Währung. Jeden Tag halten wir ihn in den Händen. Doch wie gut kennen wir unser Geld wirklich? Was ist drauf auf unseren Münzen? Und wie schaut's mit unseren Scheinen aus? Welche Bauwerke sind das? Wir wollen es genau wissen und machen den Euro-Check. Aus unserer Kaffeekasse wählen wir 3 verschiedene Münzen. Zufallswahl Nummer 1. Eine 5-Cent-Münze mit diesem Motiv. Welches Bauwerk ist das? Und warum ist es auf dem Euro? Mit Attrappen machen wir uns auf den Weg. Das ist ein griechisches Amphitheater. Amphitheater könnte hinkommen. Dieses hier steht aber nicht in Griechenland. Im Pool habe ich auch schon sowas gesehen. Liegt's da drauf, aber... Das Kolosseum in Rom. Volltreffer. Aber warum hat es das Kolosseum auf den italienischen Euro geschafft? Weil es ein nationales Symbol ist. Es ist ein Monument. Bekannt ist auch Teil des Weltkulturerbes, des 7 Weltwunder, glaube ich. Richtig. 2007 wurde das Kolosseum zum Weltwunder erklärt. Wir wollen wissen, warum gibt es so viele unterschiedliche Motive auf unserer Gemeinschaftswährung. Wir fragen Dietrich Klose von der staatlichen Münzsammlung. Vorher mit den Einzelwährungen haben die Länder ja auch sich über die Münzen präsentiert. Und diese Möglichkeit wollte man sicher den Ländern auch belassen, auch nach der Euro-Einführung. Münze Nummer 2. Der Zufall will es, dass es sich wieder um ein Bauwerk handelt. Doch um welches? Römer Münster? Sieht zwar ähnlich aus, ist es aber nicht. Könnte der Kölner Dom sein. Guter Tipp, aber auch der ist falsch. Kathedrale in Reims. Vielleicht der Vatikan? Das ist der Stephansdom. Ja. Ich kann meine Frau schon überall mitnehmen, gell? Gut, dass er seine Frau dabei hat, denn die hat's richtig erkannt. Österreich hat sich für den Stephansdom entschieden, zumindest bei der 10-Cent-Münze. Österreich propagiert auf seinen Münzen mit 8 verschiedenen Rückseiten die Kulturschätze, bedeutende Persönlichkeiten und auch die Natur des Landes. Und da bietet sich natürlich die wichtigste Kirche des Landes an für. Zufallswahl Nummer 3. Dieser Euro zeigt eine Zeichnung. Doch aus wessen Feder stammt die? Es ist vielleicht von Galilei, irgend so ein Symbol. Das ist der Mensch von Michelangelo. Ist das Galileo? Nee, Michelangelo, Leonardo da Vinci hat ihn gemacht. Leonardo da Vinci, ja. Das schlagen wir nach und werden im Buch über den berühmten Maler und Universalgelehrten fündig. Es ist die Proportionsstudie von Leonardo da Vinci. Warum die Zeichnung drauf ist, weiß der Experte. Diese Zeichnung steht hier, das Motiv für die italienische Renaissance. Italien hat ja auch ganz bewusst auf seinen Münzen seine Kultur von der Antike bis in die Moderne gezeigt. Aber wenn schon Kulturschätze, warum dann nicht der weltbekannte Klassiker von Leonardo da Vinci, die Mona Lisa? Da ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher herzustellen, als die Mona Lisa auf eine Euro-Münze zu drucken. Aber das ist halt das Bild, was für jeden auf der ganzen Welt bekannt ist. Und während die Mona Lisa, die streicht man nur am Busen. Das ist natürlich ein Symbol für den Fortschritt und für die Wissenschaften, für die Naturwissenschaften. Ich denke, das ist einfach vielseitiger und breiter gefächert als jetzt die Mona Lisa. Und wie begründet der Experte das eher weniger bekannte Bild? Das mag ja sein, dass die Mona Lisa deswegen nicht genommen wurde, weil sie sich in Paris befindet. Rivalität unter Ländern also. Die könnte es bei unseren Geldscheinen nicht geben. Anders als die Münzen sind die länderübergreifend gleich bedruckt. Aus gutem Grund. Wenn man jetzt hier auch noch so viele verschiedene Geldscheine hätte wie Länder im Euro, wäre das total unübersichtlich geworden und hätte den Fälschern auf jeden Fall die Arbeit sehr erleichtert. Fenster, Torbogen, Brücken. Symbole für ein offenes Europa, das Menschen und Kulturen miteinander verbindet. Jeder Schein zeigt einen anderen Baustil aus verschiedenen Epochen, von Antik bis Modern.
Wir wollen wissen, welche berühmte Brücke ist auf dem 50-Euro-Schein abgebildet. Da ich aus Regensburg bin, gehe ich davon aus, dass es trotzdem nicht die steinerne Brücke ist, aber es schaut auf jeden Fall so ähnlich aus. Nein, die Regensburger Brücke hat es nicht auf den 50-Euro-Schein geschafft. Es könnte diese Wasserstraße, die römische Wasserstraße in Nîmes sein, in Südfrankreich. Auch der berühmte Pont du Gard ist es nicht. Vielleicht die Ponte Vecchio in Florenz. Guter Tipp, aber ebenso falsch. Wir geben zu, das war eine Fangfrage. Die Sehenswürdigkeiten auf den Geldscheinen existieren in der Realität überhaupt nicht. Der Grund dafür ist, dass jedes Bauwerk sich natürlich an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Land befindet. Und um hier Eifersüchteleien der Länder untereinander zu vermeiden, hat man eben bewusst diese ja in der Hinsicht abstrahierenden Darstellungen gewählt. Wer den Fantasiebauwerken auf den Scheinen nicht viel abgewinnen kann, dem bleiben die Münzen.